Am Samstagmittag Punkt 12 Uhr waren über 300 Frauen, Männer und Kinder in einem spontanen Flashmob zusammengekommen, um gegen die neuen Kita-Gesetze, die 2014 in Kraft treten sollen, zu protestieren. Die Menschen lagen auf dem Boden des Königsplatz, schreiten, als würde es um Leib und Leben gehen, andere wiederum sorgten für ordentlichen Krach aus der Trillerpfeife oder mit der Rassel. Hintergrund sind die neuen Kita-Gesetze und viele fürchten nun um die Qualität in der Kindergartenbetreuung. Nach den neuen Bestimmungen wird jedes Kind, welches in Kindertageseinrichtungen betreut wird, einheitlich gefördert. Ein Plan, dem jedoch viele skeptisch entgegensehen. Die maximale Förderung einer Kindergruppe ist nur gegeben, wenn mindestens 25 Kinder in einer Gruppe untergebracht werden. Ein No-Go für die betroffenen Eltern. Also ich bin Mutter von beiden Kindern, einer im Hort, einem im Kindergarten. Und es ist mir wirklich sehr wichtig, dass die Bedingungen kindgerecht sind, dass es sicher ist, die Kinder im Kindergarten oder im Hort zu betreuen und dass es nicht so viele Kinder in der Gruppe ist, dass die Erzieherinnen auch motiviert sind zu arbeiten und ihre Arbeit auch gut tun. Wir sollen 25 Kinder fest in der Gruppe haben. Es soll pro Kind gefördert werden, nicht mehr pro Gruppe. Wenn Integration stattfindet in der Gruppe mit behinderten oder von Behinderung bedrohten Kindern. Die Öffnungszeiten werden wahrscheinlich gekürzt, weil das nicht mehr die Länge gefördert werden soll, sondern maximal 42,5 Stunden. Und da kann man noch einen ganzen Rattenschwanz hinten dranhängen, was das bedeutet. Auch besteht die Angst, dass künftig Arbeitsplätze wegfallen, denn Angelernte könnten ausgebildete Erzieherinnen ersetzen. Alles, was wir aufgebaut haben, können sie so gesagt in die Tonne treten. Es sollen 20% Nicht-Fachkräfte in die Einrichtungen geschickt werden. Die mit 400-Euro-Kräften das Personal bestücken wollen, die qualifizierten Fachkräfte, die fallen dadurch weg. Wir wollen nicht, dass unsere Erzieher weggehen. Ja, das wollen wir gar nicht. Sonst wären wir ganz traurig. Mhm. Bleibt für uns nur abzuwarten, wie sich die neuen Gesetze vom Papier in die Realität umsetzen lassen.